Okay, willkommen zurück bei Pokémon Rubin mit einer Werbemillionär-Ausgabe. Ich werde jetzt nebenzu ein paar Werbemillionär-Fragen vorlesen. Just for fun, während wir hier diese Wasserroute hier gleich machen werden. Nein, nicht da. Die von Graffitport City nach Forsthaven führt. Womit kann man einen Judo-Kämpfer zum... Was? Womit kann ein Judo-Kämpfer zum Erfolg kommen? A. Beinputzer, B. Kopfschrubber, C. Fußfeger oder D. Wand. Was? Handwäsche? Zähne? Fußfeger? Das ist eine 8000-Euro-Frage, also bitte. Lustig, lustig. Ihr könnt ja, falls ihr eine Antwort habt, die Antwort unten im Kommentar schreiben, falls ihr Lust habt. Ach, jetzt komm! So, Pokémon Heim, bla bla bla. So, okay, hier sind wir auf Route, keine Ahnung. Und jetzt es wird Zeit, die ganzen Wasserschwimmer, Surfer zu erledigen. Ich schaue jetzt mal hier diesen linken Rand an. Okay, hier ist nichts. Naja, kann ja immer ein Secret oder so sein. Also die Frage ist auch Pippi leicht, ne? Die kommt da gerade nicht drauf, die Kandidatin. Unglaublich, ist doch die einfachste Frage ever. Für 8000 Euro, bitte. Wenn sogar ich das weiß, ich bin ein Hauptschüler. Wenn ein Hauptschüler es sogar weiß, also bitte. So, ach komm. Da ist die Frage falsch. Das ist meine Antwort, meine ich. Also ich lese nochmal vor. Womit kann ein Judo-Kämpfer zum Erfolg kommen? A. Beinputzer, B. Kopfschrubber, C. Fußfeger oder D. Handwischer? Okay, hier sind ein paar Trainer, allerdings möchte ich zuerst noch den rechten Rand schauen. Ach, komm schon, ich spiele jetzt einfach die wilden Pokémon, weil die Wasser-Pokémon, die nerven einfach nur. Soll ich mir Schutz kaufen? Ich kaufe mir Schutz. So viel Zeit muss sein. Ach komm, jetzt nimmt sie ihren Telefonjoker, das gibt's doch gar nicht. Ist sie dumm? Die ist dumm, die hat nichts zum Hören. Das ist die leichteste Frage. Die leichteste Frage ever. Schutz. Ja gut, Schutz ist nicht so besonders gut, aber besser als nichts. Ich hoffe mal 20 Stück. Dann sind wir die wilden Wasser-Pokémon erstmal. Das erste los. Komm, das ist doch die leichteste Frage. Jetzt kann sie sich wahrscheinlich nicht entscheiden, welchen Telefonjoker sie nimmt, oder? Gott, die weiß ja gar nichts. Dumm, dumm, dumm. Dumme Menschen auf der Welt, naja. So, und bevor ich jetzt wilde Wasser-Pokémon anziehe, setze ich einen Schutz ein. Ich werde dich die nächste Frage vorlesen. Und so verzögern sie die Sendung, damit RTL Geld sparen kann. Ohne Schwimmreifen kann ich nicht schwimmen, aber im Kampf siege ich. Eine Planscherin. Natürlich würde ich sterben, Carmen. Glaub mir, eines Tages hole ich dich da raus. Natürlich würde ich sterben, Carmen. Dann gehen für mich die roten Lichter aus. Okay, Sido Carmen für die, dieses Lied hören möchten. Jetzt haben sie sich endlich für den Anruf. Joker Entwickler. Also ich hab da gerade keinen Ton an beim Zuschauen, weil ich ja nebenzu Let's Play möchte. Dann möchte ich nicht, dass sie nebenzu hört, was da abläuft, weil es sonst Copyright irgendwie geschützt werden könnte, wie auch immer. Habe ich verloren, weil ich einen Schwimmreifen trage? Ja. Ich sag's jetzt einfach mal so, ja. Hey, großer Trainer, kennst du mit mir? Und sie entscheidet sich. Ist sie blöd? Die ist echt blöd. Jetzt hat sie den 50-50-Joker genommen. Dummheit gehört bestraft. Dummheit gehört bestraft. Natürlich bleibt Fußfeger und Kopfschrubber übrig. Ey, wie dumm muss man sein? Was macht denn der Joch jetzt? Was soll das sich so einen alten Herrn rein? Achso, jetzt tut das vormachen, okay. Das ist doch so Kindergarten, ey. Die Frage bist sogar. Die bist sogar einer der 5 Jahre jünger ist als ich. Okay, hier. Hi,
Honja, schau dir meinen gemeißelten Vollmatrosen an. Was nennt man einen Schnitt? Ist das ein Matrose oder ein Schwimmer? Schwimmer, ne? Scheiße, hätte ich die Stimme gar nicht so falsch machen müssen. Ich hasse Wingull. Wingull ist das Letzte. Okay, testen wir einfach mal die Donnerblitzattacke von Vultenso. Testen wir einfach die Donnerblitzattacke von Vultenso. Okay, One-Hit-Kill gegen Wingull. Okay, was kommt jetzt? Schmerbe? Nein, nee, Quatsch. Schmerbe hat Erfahrungspunkte bekommen. Carnivanna. Das Pokémon setzt Team Aqua oft ein. Na, endlich hat sie sich für den Fußfeger entschieden. Gott. Wie dumm muss man sein? Wie dumm muss man eigentlich sein? Ah ja, ausgerutscht. Gut, hier. Wir sind total ineinander verliebt. Und Romanze wärmt ganz schön. Ein Liebespärchen. Was sucht ihr mitten auch im Meer? Junges Glück, Gelly und Ole. Und natürlich war Fußfeger richtig. Oh Gott, ich hab's beim ersten Lesen schon gewusst. So, Pudox und Papinella. Nee, Quatsch, ich bin hier gerade nicht so aufmerksam, weil ich neben so an den Fernseher starre, um zu schauen, ob da noch was Neues passiert. Ich glaube, das ist extremes Multitasking, was ich hier mache. Das hatten wir auch im Saphir-Let's Play, auch ein Multitasking. So, Wechsel zu Junglud und Vultenso setzt Donnerblitz auf Papinella ein. Habe ich gerade Schockwelle statt Donnerblitz eingesetzt? Egal. Sehr effektiv ist sehr effektiv. So, 16.000 Euro Frage kommt jetzt. Wer oder was ist Bianco Carrera? Italienischer Außenminister. B. Marmorsorte. C. Ex von Michel Hanziker. D. Wermuttropfen. Ich habe keine Ahnung. Wisst ihr es? Schreibt einen Kommentar. Also ich wüsste diese Frage jetzt nicht. Ich lese nochmal vor. Was ist Bianco Carrera? Italienischer Außenminister, Marmorsorte, Ex von Michel Hanziker oder Wermuttropfen? Also ich würde tippen C. Nee, keine Ahnung. C oder A würde ich tippen. Und Schwärmbereich Level 19. Wir leveln hier ganz gut. Wir haben verloren, das ist meine Schuld. Ole wird mich hassen. So, das Wasser ist tiefblau. Und blub. Wieder auf unser Makuhita drauf. Hast du dich auch gut in Sonnenmilch eingerieben? Bist du nicht... Ich rede hier wieder Bullshit. Du bist nicht meine Mutter, also kann es dir egal sein. So, Goldini gegen Tropius. Natürlich ist es klar, wer gewinnt, unser Tropius natürlich. Und die Kandidatin hat mal wieder auch keine Ahnung. Weil ich weiß es natürlich auch nicht, ne? Aber es ist eine 16.000 Euro Frage. Wingull kommt jetzt. Ich lasse jetzt mal Tropius gegen Wingull antreten, um zu schauen, ob Tropius auch was gegen Wingull unternehmen kann. Wingull ist ja vom Typ Wasserflug, daher ist die Attacke normal stark. Und ja, ich glaube, Tropius könnte man ruhig gegen Wingull einsetzen. Schade, dass es hier auf so Wasserrouten keine Heilerin gibt. Die Pokémon immer heilt. Die gibt es ja ab und zu in der 5. Generation, wurden die eingeführt. Finde ich auch recht gut, dass es eingeführt wurde. Sonst musste man damals immer ins Pokémon Center zurückgehen. Das werden wir hier auch noch machen müssen, weil das Spiel ja vor der 5. Generation ist. Nassmacher! Ey, du perverse Sau! Mach meinen Tropius nicht nass! Du bist doch weiblich, du kannst... Hä? Sag bloß, die hat ein... Ach so.
Okay. Die hat vorhin ihren Telefonjoker gar nicht eingesetzt und setzt ihn jetzt ein. Okay. AP Plus. Mann, der Beutel ist voll. Was setze ich denn jetzt ein? Oder schmeiße ich denn weg? Anders gesagt. Pudersand. Das können wir ja Barschwörer. Nee, Schmerbe. Nee. Ja, Barschwörer. Wir haben keinen Sparschwörer, wir haben Schmerbe. Ich hab's gegeben. Unser Wundersatz. Einfach mal Tropios und zaubern dadurch ein bisschen mal. Das ist doch ein Wunder, oder? Und jetzt können wir auch diesen AP Plus mitnehmen. Ich glaube, AP Plus werde ich Hitzekolle von Logok geben. Ey, Quatsch, Jungblut, ich sag immer Logok. Naja gut, wir haben ja auch bald einen Logok. Wenn wir jetzt eigentlich, wenn wir jetzt unsere Sonderbombers verwenden würden, dann hätten wir schon einen Logok. Wollen wir aber nicht, wir wollen ja die Sonderbombers für höhere Level aufsparen. So, ach, hier ist schon die Ecke, okay. Ich bin schneller, als ich dachte. Hier ist dieses Paar, Schutz. Haben wir Schutz, 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 zack. Sonnenschutz, das ist unsere Sonnenmilch. Wir haben statt Sonnenmilch einen Pokémon-Schutz. Haha, dieser Kerl hier wird jetzt einen großen Fang machen. Ich weiß nicht, ob dieser Part gut ankommt mit diesem Werwolf-Millionär nebenan. Also falls ihr das gut findet, dann ja, schreibt es einen Kommentar oder gebt einen Daumen hoch, um zu schauen, damit ich sehe, ob es gut ankam bzw. nicht ankam. Wenn es nicht gut fandet, Daumen runter. Ne, ich bin hier völlig neutral, was das bei mir Werten angeht. Ich bin nicht so apokal wie manch andere YouTuber. Komm, Giftstachel. Nicht vergiften? Gut. Gut, gut. Und es bist du auch noch verwirrt. Tropios, nicht selbst verletzen. Ich weiß, du bist ein Emo, aber du bist jetzt ganz traurig. Wenn ein Pokémon verwirrt ist, dann ist es in Wirklichkeit ein Emo geworden. Oh, sie hat ihren Telefonjoker genommen. Tropius ist verwirrt. Weil es vielleicht ein Pokémon, das wir in der Smart Edition nehmen werden. Kann ich schon mal vorsagen. Aber bis zum Saphir, bis zum Smart Let's Play dauert es noch ein bisschen. Wir haben noch so viele andere Pokémon Let's Plays vor uns. Ich möchte ja jedes Pokémon-Spiel Let's Playen. Sag bloß, du verlierst jetzt gegen das Walmer. Treff! Aber ich glaube kaum, dass es den nächsten Ball zu überstehen wird, unser Tropius. Weil, boah. Gute Arbeit, Tropius. Ich hätte nicht gedacht, dass du das Walmer one-hitten kannst. Okay, Tentara, Gift und Wasser. Ich kämpfe aber... Scheiße, soll es sehr effektiv. Nein! Boah. Hat ihn zur Hälfte geschwächt. Na komm, den Giftstachel wirst du auch noch überstehen. Natürlich. Ich bin stolz auf dich, Tropius. Tropius ist ein sehr zähes Pokémon. Sehe ich gerade. Beziehungsweise unser Tropius. Haben wir irgendwas zum Heilen? Schade, wir haben nichts zum Heilen. Nein! Also die Frage ist immer noch, ne? Falls ihr jetzt denkt, dass ich keine Frage mehr vorlese, weil ich keinen Bock mehr habe. Nein, sie kann sich nicht entscheiden. Gott, die zögert es so lange hin. Hallo? Wählt ihr endlich eine Frage aus? Eine Antwort, andere Kandidaten wollen auch noch teilnehmen. Ich brauche für eine Frage jetzt 5 bis 10 Minuten, ich glaube gar nicht. Unglaublich, diese. Ich sag jetzt mal, Dummbatz. Diese Dummbatz sind. Dummbatz sind das richtige Wort. Tentara. Ja, ich glaube, testen wir Donnerblitz. Und tschüss, Tentara. Du hast auch ausgetentachert. Ausgetentachert. Geiles Wort. Ich glaube, wir müssen zurück ins Pokémon-Center, weil ich Tropius ja trainieren möchte und nicht Voltenso. Das mache ich allerdings offscreen, dann sind wir gleich wieder. Wobei, nee, ich mach's inscreen. Nicht, dass ich deine Antwort verpasse. Ne? Ich glaube, dafür speed ich. Das geht ja recht schnell. Schutz wirkt nicht mehr. Lup,
Bla 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 bla. Verfern dein Pokémon, machen sie wieder fit. Da, da, da. Und sie hat sich für Marmosort entschieden. Und diese Antwort ist wahrscheinlich falsch. Das ist genau das Falsche, was ich überhaupt nicht genommen hätte. Diese Antwort ist falsch. Die Antwort ist wahrscheinlich falsch. So, wenn es richtig ist, dann hat sie gecheatet. Da hat der ja auch ihr ein paar Tipps gegeben. Hoffentlich ist die Antwort falsch. Ich würde ihr 500 Euro gönnen, weil so dumm wie die ist. Bei der letzten Frage ist es nur 500 Euro wert gewesen. Und tschüss, Wingull. Tropius versucht. Nein, Wirbelwind, komm. Wirbelwind ist so ein Müll. Nein, nicht Wirbelwind. Nein. Lass mich. Nein. Nein und ja. Nein. Nein. Ja. Gut. Wirbelwind ist scheiße. Kann man höchstens mit Starter kombinieren, aber sonst ist die Attacke Müll. Okay, jetzt brauchen wir einen neuen Schutz. Also da gerade ein wildes Pokémon uns aufgetaucht ist. Ah, hey, wir hatten doch einen Schutz aktiv. Warum taucht jetzt dann dieses Pokémon auf? Achso, es hat... Boah, natürlich. Natürlich. Es taucht ausgerechnet den Tag Level 30 auf. Was? Die Antwort war richtig. Oh mein Gott. Ich gönne dir die 16.000 überhaupt nicht. Da sieht man, dass auch dumme bei Wirtmillionär Geld gewinnen können, wenn der ja auch ihnen immer Tipps gibt. Na gut, immerhin haben wir diese eine Route schon erledigt. Sag mal, 32. Ihr wollt mich doch wohl verarschen. Tja, sie hat keinen Joker mehr. Voltensor, komm her. Blub, 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 Strahl. Donnerblitz. Es quatscht er ja auch wieder stundenlang rum, damit RTL Geld einsparen kann. Das macht er ja öfters. Tentacher setzt Zoll rein. Boah, aber es ist ein guter Gegner für unsere Pokémon. Tentacher Level 32. Boah. Das ist jetzt der stärkste Pokémon, wilde Pokémon, was wir bis jetzt begegnet sind in diesem Let's Play. Und schon herbereicht Level 21 und lernt Amnesie. Amnesie ist eine gute Attacke, besonders wenn man es mit Erholung kombiniert. Immer noch besser als Nassmacher. Die völlig useless ist die Attacke. Ich meine, wer von euch hat schon Nassmacher eingesetzt und es hat was gebracht? Keiner, nehme ich an. So. Oder wer von euch hat ein Pokémon mit Level 100, das Nassmacher kann? Keiner. Also. Ahoi da! Willst du auch zum Schiffswrack? Ja. Ja, wir schauen vielleicht da vorbei. Ich werde ja noch ein Part machen in dieser Aufnahmesession. Vielleicht machen wir hier sogar das Schiffswrack oder Fausterhafen. Mal schauen. Biote fertig. Bis nach Fausterhafen. Mal schauen. Wir sind ja recht schnell gerade. Vielleicht schaffen wir sogar diese Route noch fertig bis nach Fausterhafen. In diesem Part sogar noch. Ja, gut, dass ich das, gut, dass ich nebenzu was quatschen kann, was hier im Fernsehen passiert, weil sonst wäre das ein richtig langweiliger Part, glaube ich, weil hier eh nur die Wasser-Pokémon kommen, die wir one-hitten können. Ich liebe das Meer. Ich vergesse all meine Probleme, wenn ich schwimme. Und hier ist der Schiffswrack oben links. Werden wir im nächsten Part betreten. Marion. Marihuana. Okay, gib mir Marihuana. Hast du Marihuana? Boah, wie die quatschen, damit RTL Geld einsparen können. Das ist echt schlimm, sowas. Also wenn ich da ein Kandidat wäre, dann würde ich sagen zu mir auch, kann nicht quatschen, weiterspielen. Wer starb eines natürlichen Todes? A. Katharina, die Große. B. Maria Stewart. C. Janette de Arch. Oder D. Rosa Luxemburg. Ich habe mal wieder keine Ahnung. Ich schätze mal einfach mal A. Weil das die einzige Person ist, die ich kenne. Okay, ich lese nur vor. Der starb eines natürlichen Todes. A. Katharina die Große. B. Maria Stewart. C. Joanne de Arch. Oder D. Rosa Luxemburg. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Bis auf A kenne ich alle. Und sie muss etwas nehmen, sie hat keinen Joker mehr, sie ist bei 16.000, die wird sich für eine Antwort entscheiden müssen und raten. Sie ratet einfach mal D, Rosa Luxemburg, und die Antwort ist... Die Antwort ist... Hoffentlich ist er falsch. Die Antwort ist falsch.
Aber richtig, genau das, was ich getippt habe. Ach, ich bin so gut. I'm the Wer wird Millionär King? Ja, jetzt hat sie 16.000. Unverdient. 500 hätte ich ihr nur gegönnt, aber gut. Windall. Ach komm! Da bin ich einen Moment unaufmerksam, weil ich alle Gedanken bei WWM war. Okay, Windall ist down. So, das ist alles, was zählt. Wenn auch nur knapp mit einem KP. Wenn ich verliere, bin ich total gestresst. Ach ja, in der Route finden wir übrigens auch einen Schwimmer, der Kevin heißt. Ich glaube, der müsste hier unten irgendwo sein. Wait, so einen Scheiß kann ich mir merken, weißt? Aber wenn es um mathematische Fragen in der Schule geht, kann ich mir sowas nicht merken. Mein Traum ist es, durch die 7 Weltmeere zu schwimmen. Ich glaube, das ist es sogar. Schwimmer Oswald, okay. Das ist der ist er nicht. Okay, hier sind die neuen Kandidaten. Die lese ich jetzt nicht vor. Schaut euch die Sendung selber an, wenn euch die Details interessieren. Ich lese hier nur die Fragen vor. So, zack, Rasierblatt auf Tentara. Oh mein Gott. Was? Bin ich bekloppt? Ich kämpfe mit einem Pokémon mit einem KP gegen einen. Boah. Ey. I'm lebensmüde. Ninja Tom. Können wir hier in der Route auch ganz gut einsetzen? Ninja Tom kann ja nicht vom Wasserattacken getroffen werden. So, mit Geheimpower kommt, glaube ich, Surfer raus, ne? Er sucht sein Pokémon zurück. Ist ja klar. Windall, mit einer Flugattacke nehme ich an, ne? Da wechsle ich sofort meinen Ninja-Tom wieder. Okay, die gehen sie im höchsten Hochlandsee der Erde baden. Ah, ha, beti, se, tika, oder de, se. Tata, kiki, se. Ka. Moment. Keine Ahnung. Das ist wieder so eine Auswahlfrage. Titi Kakase. Oh Gott, oh Gott. Ja, stimmt. Alle haben es richtig gewusst. Ja, yeah, endlich ein Mann. Ein Mann ist ausgewählt. Er ist ein etwas älterer Herr. Für die es wissen wollen. Warum setzt ihr jetzt Himmut gegen? Oh Gott, ich bin total gedankenlos gerade, was das Let's Play angeht. Ich bin hier gerade nur bei Werden Millionär gerade. Ich muss das kommentieren, was ich da gerade mache. Ich muss weniger mehr kommentieren, sondern mehr in Pokémon. Sonst wird es ein Let's Fail, wo ich nicht nachdenke. Na gut, die Route ist ja auch nicht besonders spannend. Es sind eh nur wilde Wasser-Pokémon, beziehungsweise Trainer-Pokémon, die Trainer-Wasser-Pokémon einsetzen. So werde ich niemals in der Lage sein, die 7 Weltmeere zu durchschwimmen. Na, ein Glück, wenn du im Arktischen Ozean schwimmen möchtest. Mein Freund, dieser Lügner, sagt, ich sehe klasse in diesem Bikini aus. Was erzählst du es mir? Was erzählst du es mir? Glaubst du, es interessiert mich? Sepa! Oh, wollen wir es riskieren? Ich riskiere es mit Rasierblatt. So, dieses Sepa wirst du schaffen. Ich glaube an dich, Tropius. One hit kill. Yeah! Meryl! Ich glaube, Meryl können wir auch noch one-hitten. Also, komm, Tropius! Bam! Nein! Keine Angriffsattacke! Okay, tschüss, Tropius. Aber gute Arbeit beim letzten Pokémon. Was waren das noch mit? Ich hab's vergessen. Ach, stimmt, das war Sepa. Ich würde sagen, wir machen mit den Pokémon, die wir gerade haben, noch die Route fertig. Und dann heilen wir im Forster Hafen unsere Pokémon und machen im nächsten Part die Schiffswrack. Und dann im übernächsten machen wir die Route von Forster Hafen bis nach Blütenburg City und dann holen wir uns im übernächsten übernächsten Part vor allem TM1 und dann gehen wir noch die ganzen Wassersachen durch. Genau, so machen wir es. Und dann erst im übernächsten Part gehen wir nach Osten und schauen nach. Ja, wie es weitergeht. Kennst du einen kleinen Ort namens Forster Hafen? Ja, der ist gleich links nebenan. Gut, Windall. Ich glaube, die ersten Fragen, die werde ich nicht vorlesen, weil die so schnell vorzulesen sind. Außer die Kandidaten brauchen natürlich lange. Die ersten Fragen, die gehen recht flott. Bis ich das vorgelesen habe, ist die Antwort schon fertig. Deswegen kann ich das jetzt nicht so schnell vorlesen. Ich kann nur die Fragen vorlesen, die etwas länger brauchen. Ich hasse das.
So, okay. Würdet ihr eigentlich bei Wer wird Millionär mit Zusatzjoker spielen wollen? Ich nicht. Weil beim Zusatzjoker besteht die Gefahr oft, dass irgend so ein Idiot meint, Geld zu verdienen, indem er eine Antwort meinen könnte. Und dann ist die Antwort falsch und man hat die arschkalte Summe. Das Meer ist wie mein Garten. Lass uns kämpfen. Nein. Bitte lass ihn nicht Kevin heißen. Nein. Der soll nicht Kevin heißen. Nein. Nein. Warum heißt der Kevin? Gott, diese Öko-Schwuchtler ist Kevin. Ich schäme mich für meinen Namen. Ab sofort heiße ich Günther. 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 Von Missgunst oder Schadenfreude wird gesagt, das ist Alkheim. A. Feiner Bus. B. Schöner Zug. C. Schickes Auto. D. Nobles Schiff. B. Schöner Zug natürlich, ne? 100 Euro Frage, für die es wissen wollen. So. Okay, oh Mann. Schwuchtel! Wir kämpfen mit Pokémon, wir kämpfen immer mit Pokémon, meine Schwester und ich. Ich alleine verliere ständig, aber wir können dich 2 gegen 2 schlagen. Warum heißt der Kevin der verdammt? Oh. Ab sofort heiße ich Günther. Ohne Scheiß, jetzt heißt Günther. Günther. So, ab sofort heißt mein Name Günther LP, nicht mehr Kevin Let's Play. Oh, Junge, Junge. Wechsel. Wobei, ja, ich mach's anders. Mir ist gerade was eingefallen. Donnerblitz auf Goldini und jetzt kommt Werbung. Also in Wer wird Millionär meine ich. Und Schaufler auf Tentara. Beide Attacken sind sehr effektiv. Goldini geht down. Und Tentara folgt zugleich, aber ich glaube Voltenso wird den Job vor Jungblut erlegen, weil ich hoffe, dass er den nächsten Zug trifft. Dann wird Jungblut sich ausgraben und sagen, you took my job! Außer Voltenso wird sich jetzt selbst verletzen. Und es hat sich selbst verletzt, natürlich. Na gut, Jungblut, dann mach du deinen Job. Und Ende im Gelände. Mehr aber erreicht, blablabla. Hui, du kämpfst aber auch aus, ne? Du kämpfst auf einem viel höheren Level als wir. Ja, auf Level 30. Ich muss mal eingeschlafen sein, als ich mich auf den Wellen treiben ließ. Schwimmer Manuel. Einer aus meiner alten Klasse hieß Manuel. Netter Kerl. Schockwelle. Bäm! Ach komm schon, das hätte doch ein Wonderkid sein müssen, Mensch! Ruckzuck, Hieb und Tschüss! Voltenso, du enttäuscht mich! Nee, Mensch, können wir Schmerz ein bisschen trainieren? Wegen dem WP-Teiler? Ich habe verloren, ich mache jetzt ein Nickerchen! Ja, gute Nacht, ne? Schutz wirkt nicht mehr! Das hätt's wohl gern! So, hier, Schutz wirkt nochmal! Oh Gott, wie viele Trainer sind hier nochmal? Eins, okay, das ist die letzte. Willst du gegen mich kämpfen? Natürlich trete ich gegen dich an. Und jetzt im nächsten Part weiter mit dem Schiffswrack. Habe ich ja auch im Saphir Let's Play gemacht. Allerdings habe ich das dann nicht aufnehmen können. Ich habe das dann aufgenommen. Allerdings konnte ich das dann nicht hochladen, weil meine Festplatte kaputt war. Und ich dann den Part nicht mehr hatte. Der wurde auf der Festplatte gespeichert und die Festplatte wurde dann geschrottet von meinem PC, keine Ahnung warum. Oh, ist kaputt gegangen, anders gesagt. Und auch der Part wurde dann gelöscht, deswegen konnte ich das Schiffswrack damals nicht hochladen. Aber das werden wir nachholen, und zwar in diesem Let's Play. Goldini hätte mir erledigt, oh Gott, wie soll ich das kommentieren? Das wäre ja Langeweile pur gewesen. Gut, dass ich mir das mehr jetzt eingeschaltet habe, weil sonst wäre es echt ein langweiliger Part gewesen. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß in diesem Part mit dem bisschen Wer wird Millionär. Der nächste Part wird auch Wer wird Millionär sein. Allerdings werden wir da auf dem Schiffswrack schauen. Hoffentlich bin ich da ein bisschen konzentrierter, was das Let's Playen angeht. Ich war nicht gut genug für dich. Aber zuerst werden wir die Pokémon heilen. Leck mich, Tentacher Level 32. Du kannst von mir aus auch Level 100 haben. Das wäre mir auch egal. So, ich heile jetzt die Pokémon, dann beende ich den Part. Ich will noch 30 Minuten genau haben, damit das Thumbnail besser aussieht. So, nein, lass, okay, mir doch nicht den Weg, Schwanzlutscher. Zack, nein, da, hier, da. Lass mich zum Schiffswrack, Mensch.
Schiffswrack! Schiffswrack, du! Nein, wir sind über 30 Minuten gleich und... Oh, lass mich! So, dann bis zum nächsten Part. Servus!